Cheers, mein Name ist Pinex und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus Meet Your Maker. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert und ich habe jetzt eine Ausrüstungskombi, die ich für mich gefunden habe, die leider in vielen Outposts alles viel zu einfach macht. Da man da so ein bisschen Mechaniken des Spiels austricksen kann, in Anführungsstrichen, weil ja alle Fallen so ein bisschen zeitverzögert sind. Aber um was für Ausrüstung handelt es sich? Hier hätten wir erst einmal die Blitzbarriere. Und die Blitzbarriere macht den Benutzer kurzfristig vor jeglichem Schaden immun. Wir haben eine aktive Immunitätszeit von 1,5 Sekunden und nur eine Wiederaufladungsrate der Fähigkeit von 8,5 Sekunden. Das heißt, wir können uns alle 8,5 Sekunden für 1,5 Sekunden immun gegen Schaden machen. Und wir können sogar im Endeffekt skillen, dass wir während dieses Schildes auch den Enterhaken nutzen können und auch Hardware nutzen können. Das sind ja praktisch Gegenstände wie auch weitere Schutzschilder oder Granaten oder so ein Kram. Als zweites spiele ich die ganz normale Zornklinge. Das ist das normale leichte Schwert, damit ich auch kleine Fallen, die mir gerade im Weg sind, kaputt schnitzeln kann. Aber warum ist diese Kombi denn so stark? Weil viele Fallen erst sehr, sehr spät auslösen und man an manchen Fallen einfach vorbeirennen kann. Ich zeige euch aber jetzt mal Beispiele von Maps, die ich gelaufen bin, wo diese Kombi einfach die ganze Map nichtig macht. Jetzt sehen wir mal ein Replay, in der ich diese Combo im Endeffekt spiele und man sieht, man kann an vielen Fallen auch einfach vorbeilaufen. Gerade kurz habe ich mich einmal immun gemacht, damit mich die eine Falle nicht tötet. Jetzt kann ich die Fähigkeit schon wieder sogar einsetzen. Das heißt, selbst wenn man nicht nur komplett durchrusht, man kann immer auch mal kurz warten, um im Endeffekt einfach den Cooldown wieder aufzuladen. Und dementsprechend ist diese Kombi schon sehr stark. Hier habe ich jetzt einfach nur ein bisschen rumgesucht, aber wir werden gleich sehen, wie effektiv einfaches Durchlaufen auch ist. Und nachher werde ich euch noch ganz kurz sagen, was man dagegen machen kann. Ich finde ja, ein Schutzschild als Ausrüstungsgegenstand gar nicht so schlecht. Man sollte halt im Endeffekt nur gucken, dass man das nicht so omnipräsent nutzen kann. Vielleicht sollte man das als Hardware nutzen können, was man einmal oder zweimal nutzen kann und nicht als Waffe implementieren, weil das macht es schon sehr, sehr stark auf diesen Maps. Dazu muss man sagen, das hier sind im Endeffekt T2-Maps, also keine brutalen Maps. Das heißt, wir werden hier auch nicht so häufig auf irgendwelche krassen Killboxen stoßen. Da ist die Kombi dann natürlich ein bisschen schwächer drin, weil Killboxen einfach nur dafür ausgelegt sind, euch zu killen. Ne? Und ihr seht, ich kann eigentlich relativ entspannt durchlaufen, habe auch sehr viel Fallen zerstört. Aber ich werde euch gleich nochmal eine Runde zeigen, wo ich einfach krass durchgerusht bin. So, wir sehen jetzt eine Base, die ist nicht riesig, aber hier sieht man den Einsatz des Schildes teilweise ganz gut. Man kann halt durch vieles einfach durchrennen und das Schild ziehen, wenn es wirklich dann ein bisschen bremslich wird, und das ist ein bisschen schade. Man sollte halt im Endeffekt gucken, dass man auf lange Sicht noch mehrere Fallen einbaut, auch vielleicht mit Instant-Trigger über vielleicht Bodenplatten oder so, wie auch immer, so dass man manches unterbinden kann. Momentan gibt es nur die Spikes, die länger draußen bleiben, und diese Stampfer, die so ein bisschen Zeit schinden können. Ihr habt ja jetzt mal gesehen, aber dass ich ein bisschen schnell durchkomme. Aber wir haben noch einen. Jetzt auf der Map bin ich zwar auch gestorben, aber ihr werdet sehen, wie effektiv man diese Kombi halt spielen kann. Die Map ist auch ein bisschen verworren und die Map hat auch ein paar heikle Situationen für die Kombi. Aber sobald man die Map dann irgendwie so ein bisschen kann und lernt, kann man da ganz gut durchrushen. Jetzt hat man gesehen, hier ist sehr, sehr viel Gegner-Spam, also sehr, sehr viel Mobs in Verbindung mit ein paar Fallen nur. Aber das ist auch, wenn man die Map ein bisschen kennt, nicht das Problem. Und da
ist für mich das Problem, weil man guckt sich gar nicht die Maps an, wo vielleicht Leute wirklich lange und viel Zeit investiert haben. Nein, man rusht die Map einfach lieblos durch. Und hier solltet ihr euch als Map-Ersteller wirklich Gedanken machen, dass ihr mit Rush-Stoppern spielt, indem ihr Spikes baut oder diese Stampfer, weil die können ganz gut Rush-Stops sein. Oder ihr baut enge Gänge mit dicken gepanzerten Mobs, weil die kann man nicht mal eben wie hier jetzt die Gegner mit einem Schwert wegsmashen. Und ihr könnt damit ein bisschen Tempo aus dem Gameplay nehmen. Ich muss halt teilweise sagen, so habe ich jetzt innerhalb kürzester Zeit doch relativ viele Basen gerusht und relativ viel Ranking gemacht, sage ich mal, und auch Mats gefarmt, um meine ganzen Waffen mal so ein bisschen zu upgraden. Es kann auch mal Spaß machen, irgendwie Maps zu rushen, aber es ist natürlich den Erstellern der Maps ein bisschen undankbar gegenüber. Aber damit die Leute das nicht machen könnt, müsst ihr euch wirklich überlegen, wie kann ich meine Map denn gestalten, dass das bei mir nicht passiert. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben und ich werde vielleicht auch demnächst mal so ein paar Tipps machen, wie ich jetzt Basen baue, was ich so für mich rausgefunden habe. Ich baue meine Basen selber, ich hole mir nicht irgendwo Anregungen, maximal halt aus Basen, die ich gelaufen bin. Gucken mir aber nichts auf YouTube oder so an, deswegen seht ihr dann nach und nach meine Erfahrungen. Ich liebe das Spiel, mir macht's richtig Bock und ich hoffe, die Entwickler bleiben gut dran. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Meet Your Maker. Bis dahin und tschüss.